Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vlog von mir. Dieser Vlog dreht sich komplett um die Veggio-Bude, denn dahin geht es nämlich jetzt. Der Ruttergriller, das heißt der Lars, der Peter von Barbecue Alperlach und der Jörn von Unheim Barbecue sind schon dort. Ich fahre jetzt hin bei herrlichstem Wetter und auf diese Reise möchte ich euch gerne mitnehmen. Ja, gut 2,5 Stunden Fahrt hinter mir gebracht und schaut mal, wo ich bin. Im African Sky Hotel. Da sind wir einquartiert für die nächsten 2 Tage. Ich check jetzt erstmal ein, guck, ob die anderen Jungs schon da sind. Das Auto von Jörn habe ich schon gesehen. Ja, und dann sehen wir mal, wie der Tag weitergeht. Guck mal, wen wir da haben. Hallo. Das ist der Lars, der Ruttergriller. Ja, genau, hallo Lars. Wie lange bist du gefahren? Knapp 3,5 Stunden. 3,5 Stunden? Guck mal, ich hatte eine Stunde weniger. Und war auch der Letzte, der da war, ne? Ich war der Letzte, genau. Das Letzte. Es geht jetzt erstmal planungsmäßig, weißt du mehr wie ich? Nee, ja? Wir fahren jetzt, glaube ich, zu einer Brennerei. Richtig. Schnaps trinken. Schnaps trinken. Wohlverdient. Wohlverdient. Und heute Abend geht es dann das erste Mal in die Veggio-Bude. Da gibt es ein bisschen was lecker essen, habe ich gehört. Freuen wir uns schon drauf. Wir fahren jetzt erstmal weiter. Schön, dich zu sehen. Ja, Mensch. Wir fahren nicht so weit gefahren. Viel so weit, dann liegen wir durchgebütet 800. Geschaltet, ja, ich dödel. Ich war in Kassel, habe den Lars getroffen, der die Bretter macht. Ja. Der war da auf Montage, da saß man beim Griechen. Ja. War jetzt nicht so super, aber Bierchen getrunken. Heute war es dann nur noch 300 Kilometer. Na, guck mal, 300 Kilometer. Ich hatte 2,5, jetzt haben wir jetzt groß. Ja, ich habe es gemerkt, ich bin vorbeigefahren, dann, ach Mensch, genau da vorbei. Erstmal ein Schnäpschen, oder? Jetzt sind wir ein Schnäpschen. Schnapsbrennerei Rosser, ich habe es ja vorhin beim Peter und mir zusammen mitgehört. Wir gehen jetzt erstmal rein, gucken, was es so gibt, weil es in Haselünne. Haselünne ist halt bekannt nicht nur durch Bärensinn, sondern wir haben halt Rosche und noch eine andere Schnapsbrennerei. Und ja, wo sind wir eigentlich? Wir sind in Norddeutschland, das heißt knapp am Oldenburg, würde ich jetzt halt auch nicht sagen. Kloppenburg auch nicht. Nein, wir sind in Emsland oder im Emsland. Ja, jetzt gerade eine Verkostung gehabt und das war schon geil. Also das ist ein Whisky fast gereift. Das war schon wirklich mega, muss ich ehrlich sagen. Ja, schon richtig, richtig cool. Und jetzt sind wir hier in der Küche und der führt uns jetzt gerade so ein bisschen rum. Schauen wir uns jetzt alles ein bisschen an. Wir kommen jetzt durch Rosche. Wir haben das Weinfasslager geguckt. Ja, Korn lagert hier neuerdings auch in Weinfässern und ich muss ganz ehrlich sagen, geschmacklich merkt man das wirklich toll oder wirklich extremst. Rosche hat mich jetzt auf den Korn gebracht, weil, auch wenn es jetzt ein Sprichwort ist, aber ich hatte Korn niemals so in Erinnerung und so, dass es halt wirklich so ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, danke für die Führung, weil es wirklich super geworden. Jetzt schauen wir uns nochmal das Spirituosenlager an. Er hat uns gerade die Destillation gezeigt und perfekt, super. Gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt die Führung hinter uns gebracht und ich konnte nicht anders. Ich zeige euch das mal kurz. Wir haben ja einen Korn bekommen, welcher im Whiskyfass noch nachgereift ist oder beziehungsweise gereift ist und der war richtig, richtig gut. Dann habe ich noch einen Kirsch. Korn mitgenommen. Jetzt wird erstmal ein bisschen was gegessen. Da freue ich mich besonders drauf, weil ich habe extremst Hunger. Wir fahren jetzt erstmal zur Veggie-Bude. Dieter hat nämlich schon gesagt, wir dürfen uns da was aussuchen, was wir morgen vergrillen dürfen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ja, gucken wir mal, was wir jetzt gleich essen können. Ja, sind jetzt hier auf der Veggie-Bude jetzt in Anführungsstrichen angekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, riesengroß. Wenn jetzt ein bisschen was essen bekommen.
stehen jetzt auch ein paar Grills. Ich drehe mich mal einfach mal so ein bisschen hier so rum. Wenn ihr das sehen könnt, das ist alles, wie gesagt, der Hof von der Regiobude. Wir sind auch schon die Kälber. Ihr habt ja gerade schon in so einer Szene gesehen. Ich muss halt wirklich sagen, wirklich sehr groß. Gucken jetzt ein paar Kälber noch mal genauer an. Und ja, ich habe Hunger. Ich habe wirklich Hunger. Also so langsam bekomme ich wirklich Hunger. Hier sind noch ganz kleine Kälberchen. Ich zeige euch das noch mal einmal ganz kurz. Meine Hand. Mal gucken, was das Kälbchen dazu sagt. Ne. Ich rieche wohl anscheinend nicht so lecker. Aber lecker ist ein gutes Sprichwort. Erste Mahlzeit, die ich heute fast zu mir nehme, bis auf die Banane und das Whey-Protein, aber wie das alleine schon riecht. Und natürlich ein Emsländer Bier. Werde ich mir jetzt erstmal genehmigen und ja, das kann was werden. Ja, kurz vor 12 in Deutschland. Wir gehen jetzt einmal in das Kühlhaus und gucken rein, was wir für morgen halt zubereiten können. Ich werde mich jetzt derweil ein bisschen etwas dicker anziehen, weil Kühlhaus ist halt sehr, sehr kalt. Ich habe so ein, zwei Ideen und ich gehe mal rein und gucke, ob es hat. Und ich hoffe ja. Und wenn ja, dann wird es grandios. Wenn nicht, wird es trotzdem grandios. So, Peter, sag mal, was machst du? Ich werde morgen ein Chili machen mit Kaffee und Kakao. Oh, sehr schön. Sehr schön. Freut aus der auch. Oberschale. Aus der Oberschale. Wir werden noch ein paar Dry-Aged Ochsen-Schwänzleins mit reingeben. Ja, ich habe auch ein bisschen was Dry-Age-mäßiges und aber zwar Shortbread. Du bist weiter oben. Ich bin weiter vorne. Oben. Ja, weiter oben und weiter vorne. Weiter oben und weiter vorne. Ich freue mich. Oh, geil. Fangen wir an, Jörn. Was machst du? Ich habe mir ein Flanksteak ausgesucht und da man so ein Flanksteak immer super füllen kann, machen wir da morgen eine Pimente-Patronen-Füllung mit Schafskäse rein. Ich bin gespannt, ich glaube, das wird ziemlich gut. Ich freue mich schon so auf morgen. Der Lars. Ja, wir machen ein Rib-Eye-Steak mit einer Umami-Kruste. Oh. Und ein richtiges Männersteak, ein Cowboy-Steak. Männersteak. Das wird grandios. Das wird grandios, das sage ich euch. Zumal wir es das machen, wann muss ich mich drauf freuen, wann muss ich mir Zeit freischaufeln? Ich küsse dich wach, wenn es so ist. Okay, gut. Machen. Der Tag heute. Lassen wir den mal kurz Revue passieren. Finde ich halt wirklich sehr, sehr geil. Ich habe den Hof hier gesehen, ich habe die Bekanntschaft gemacht und Herr Dieter, danke nochmal für die Einladung. Das war wirklich grandios. Wir gucken jetzt erstmal auf den morgigen Tag, denn morgen liegt einiges an mit einigen Vorbereitungen. Einen Besuch zur Mangalitzer Farm liegt auch noch an und ja, da freue ich mich auch schon tierisch drauf und dann lasst uns jetzt erstmal in Ruhe schlafen, fahren morgen los und dann geht's weiter. Tag 2 beginnt nicht sonderlich früh, aber schon recht früh, wären es jetzt 8:30 Uhr, gehen jetzt runter frühstücken, da warten die Jungs schon und dann geht's weiter zur Mangalitzer Farm und da bin ich extremst gespannt drauf, nehme euch wieder mit auf die Reise und diesmal nehme ich auch die große Kamera mit. Das ist der Dieter. Sag mal hallo. Hallo. Erzähl mal ein bisschen, was haben wir heute vor? Heute ist ja der zweite Tag. Gestern war es schon genial und heute? Heute fahren wir nach dem Mangalitzer-Züchter, gucken uns die Mangalitzers an, ja. Anschließend Mittagessen bei uns, dann die Wagyu-Zucht bei uns, bis dann Open End, zusammen grillen, zusammen feiern, schönen Tag haben. Schönen Tag haben, das klingt nach Spaß. Wir setzen uns jetzt erstmal ins Auto und besorgen erstmal ein paar Zutaten für den spaßigen Tag. Genau. Dann wird erstmal noch ein Litzer gekriegt. Ich freue mich drauf. We'll be right back.
von den Mangalitza-Schweinchen. Oh ja, lecker. Oder? Schön wollig sind die, ne? Ja, die sind ganz kuschelig. Oder? So kuschelig. Die sind so zu verspielt auch noch, ja, ne? Mädchen war jetzt gerade drin, hat ein bisschen gestreichelt. Schau mal, guck mal hinter den Schweinchen. Ja. Da sind noch andere drin. Der Jörn, ne? Der Jörn. Wollen wir den mal filmen? Ja. Schau, da ist er schon. Da ist er schon. Und der Dieter. Und der Dieter. Der ist eigentlich für Rinder zuständig. Finde den Fehler. Finde den Fehler. Kleine Lämpchen jetzt gerade geguckt und ja, Schweine leben hier hervorragend. Ich habe das versucht mit der großen Kamera für euch ein bisschen einzufangen und jetzt gucken wir noch ein paar andere Tierchen an. Nehme ich auch wiederum für, mit der großen Kamera für euch auf. Also hier ist das Moin. Mangalitzer Schwein hat wirklich groß und ja, lecker ist es, ne? Wir sind jetzt wieder an der Wagyu-Farm angekommen, beziehungsweise an der Wagyu-Bude angekommen. Wir haben ja die Wollschweine beguckt und ich fand das richtig interessant zu sehen, wie die aufgewachsen sind. Und jetzt sind wir halt hier wieder angelangt. Es gibt jetzt gleich was zu essen. Ich habe gehört, es gibt ein Wollschweinwürstchen und freue ich mich besonders drauf, weil ich habe extremst Hunger. Kommen wir nochmal kurz zu der Wagyu-Bude selbst, also da, wo wir jetzt uns befinden. Ich persönlich finde es halt richtig gut zu sehen, wie die Tiere aufwachsen, wie sie gefüttert werden. Und die Liebe zu dem Tier halt selbst. Also Dieter, wirklich top Job gemacht. Wir gehen da hinten jetzt gleich mal auf die Wiese, weil da sind nämlich die Frauen und grasen da rum. Und die werden gleich, so wie er sagte, auf eine neue Wiese gelassen. Nehme ich mit der großen Kamera auf und dann gibt es halt noch Shortribs von mir. Das ist ein Rezept, das habe ich mir gestern relativ spontan überlegt mit einem Coleslaw, mit einem schnellen Coleslaw. Gibt es demnächst hier, wie gewohnt, auf meinem Blog. Aber es gibt jetzt erstmal was zu essen. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Mein Name ist Dieter, Dieter Ruhe. Wir haben hier bei uns auf dem landwirtschaftlichen Betrieb die Wagyu-Bude. Das ist sozusagen ein Fleischerlebniszentrum. Wir haben hier eine Wagyu-Zucht von 100% reinrassigen Wagyus und leben die Transparenz von der Weide bis auf den Teller. Gläsern machen von vorne bis hinten, sozusagen kurz ausgedrückt, ehrliche Qualität. Gucken. Ich versuche das mit der großen Kamera ein bisschen aufzunehmen. Das ist jetzt noch ein Jungtier. Ist halt mit super zahm, richtig, richtig zahm. Und ich nutze die Gunst der Stunde und will mich verabschieden, und zwar von diesem Vlog, und Danke sagen. Und zwar Danke in Richtung Dieter, den habt ihr heute auch schon ein paar Mal gesehen in dem Video. Danke, dass ich halt wirklich daran teilhaben durfte für dieses wirklich perfekte Wochenende. Das Wochenende an sich war wirklich sehr, sehr geil und hat ein Stück weit Aufklärungsarbeit in meiner Richtung gegeben. Und ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen in eure Richtung halt weitergeben. Und zwar, wie ist dieses Tier aufgewachsen? Was bekommt das Tier zum Essen? Wie ist das Tier auf der Weide groß geworden? In Bezug auf Fleisch kann man dann halt wirklich nur sagen, top. Hier wird halt wirklich sehr gute Aufklärungsarbeit geleistet und ich fand es halt wirklich mega genial. Kommen wir zum Ende zu dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir wie immer einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr wie immer unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte schaut einfach auf tobias.grill.de nach. Bis dahin.